Tag, Tag, Tag und Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Wir haben das letzte Mal Konstantinopel und Bran angenommen und jetzt wollen wir das natürlich verteidigen. Hier unten haben wir die Engstelle verriegelt, die kommen jetzt ohne ein anderes Boot, dass das Boot, also die Schiffe hier zerstört, nicht durch. Müssen also hier überall ringsum gehen und ich glaube, das machen sie nicht. Und hier oben, ja, geht noch. Hier haben wir Rot. Rot gehört wahrscheinlich nicht mehr. Denen. Den Ungarn. Wahrscheinlich ist dieses hier noch ungarisch. Wir haben ja gesagt, wir bilden einen Spion aus irgendwo. Hier. Hier könnten wir auch noch was ausbilden. So. Dann machen wir mal weiter. Mal schauen, was hier jetzt passiert. Hier war irgendwo ein Krieg, da habe ich das Kampfgeräusch gehört. Wahrscheinlich eine Stadt wird angegriffen irgendwo. So. Wir haben jetzt den Spion sicherlich. Ja, gehen wir mal hier hin. Also Budapest ist jetzt venezianisch. Grausamer Anführer plus 2 Furcht. Oh. Okay. Dann in Adrianopel haben wir ein Bordell gemacht. Da können wir sogar noch eins weiter. Wäre eigentlich gut. Ja, wieso nicht? Bordell hat wahrscheinlich wieder Zufriedenheit. Ja, nicht zu viel. Machen wir drauf hoch. So. In Bran haben wir die orthodoxische Kirche, die jetzt den Hafen umbringt. Wir müssen dann mit dem weiter. Also, ja. Eine Steinmauer repariert. Mal überlegen. Wir warten noch eine Runde, dann greifen wir an. Weil eventuell ist dann das die Armee dort, die von Ungarn dann schon ein bisschen von den Ding angegriffen worden. Von den Venediger. So, in Athen und in Bran haben wir Ding. Also Athen hat einen Diplomat. Der Diplomat geht jetzt hier hin, bitte. Und Krieg erklärt Kiew, Russen, Groß, Fürstentum, Litauen. Ah ja, das wollten wir doch hier hin machen. Okay, die machen wir hin. Und jetzt können wir hier noch ein paar bewegen. Den machen wir mal hier hin. Das ist ein Spion. Der Diplomat geht bitte hier hin. Schauen. Und er geht noch ein bisschen weiter nach drüben. Da oben war ja der. Und hier gehen wir weiter runter. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir hier Vorsichtsmaßnahmen? Wie ihr wünscht. Nur 18, 67, 62, 163. Bin unterwegs. Ich muss mich bis morgen ausruhen. Byzantischer Diplomat. Ja, Herr, wendet euch nicht an mich. Ungarischer Bischof. Hören, da müssen wir unbedingt Attentäter kriegen. Unbedingt, um diese Sachen zu killen, wenn es geht. Und hier haben wir auch ein Wirtshaus zum Bauen. So. Ja, okay. Speichern. B16. Hier haben wir einen Turm, oder was ist das dort? Oh, wie sind die da rüber gekommen? Die kommen doch rüber. Mist. Sollen wir jetzt machen?
Euer Befehl? Ich werde mit Ihnen reden, mein Herr. Ich brauche hier Truppen. Ist beendet. So. Ja, das ist halt schwer hier. Und hier haben wir zwei. Ach Gott. Eure Majestät. Da können wir nicht rein. Befehle? Eure Majestät. Tja. Ja, Herr. Euer Volk besteht einzig und allein aus Gotteslästerern. Lasst mich in Frieden, mein König, verabschieden. Abrücken! Bringen die Gotteslästerer. Erteilt mir einen Befehl. Schließen die Truppen zusammen, mein Herr. Ja, Siedlung belagert. Ist mir egal. Wir machen hier einfach Ding weiter. Brunnen. Wir sollten hier mal einen Ledergerber machen. Jetzt ist fertig, jetzt machen wir Krieg. Aber bitte. Ja. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, mein Herr. Der Hafen ist blockiert. So. Erst müssen wir fliegen. Ja. Ja, ja, ja. Edler Herr. Erteilt mir einen Befehl. Ja. Erteilt mir einen Befehl. Eure Majestät. Eure Majestät. Beim ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Schlagt das Lager auf, Männer. Ach Mist. Wenn wir Brian verlieren, oh Gott. Ich bin bereit zu hören, mein Herr. Also er muss ja nicht mehr da oben hin. Dann nehmen wir wie den. Es geht um so. Geld, mein Herr. Ja, es wird halt sehr schwer. Die Gegner haben halt kein Erbarmen mit uns. Aber das können wir schon irgendwie ein bisschen. Mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Zu unseren guten, zu unseren meine Gründen, zu unseren guten, mein ja. Sehr gut, mein Herr. Ding. Hier werde ich für die Nacht rasten. Bringen. Ist mir eine Ehre. So, ich mache ein bisschen leiser. So. Ein wundervoller Platz für einen Überraschungsangriff, Herr. Die greifen schon an. Die schaffen das nicht. Wir werden alle töten. Die Truppen sind versammelt. Bereit machen zum Angriff. Ich wette, die greifen nicht an. Die haben nur Putze. Ich wette, die schaffen das nicht. Was haben sie? Mangen haben sie. Leitern und Ramböcke. Oh, die werden alle sterben. Ich wette, die werden sterben. Ja, ist eigentlich so gut. Nur die müssen hier hin. Die müssen hier hin. Und die zwei Reiter, die gehen. Die kann man fast nicht hintun, die sind so fett. Wir werden das schon gewinnen. Weil zuerst einmal die Leitern. Und die Mangen. Ich wette, die werden gar nicht schießen, also nicht treffen. Die werden gar nichts machen. Ich hoffe, sie hauen ab,
Bei Rome Total War sind sie nach einiger Zeit abgehauen. Hoffentlich haben die nicht unendlich Munition. Nein, die haben wirklich nicht unendlich Munition. Nach einiger Zeit sind sie dann weg. Die machen überhaupt nichts. Jetzt sind sie nur nicht mehr so häufig schießen. Wir verlieren halt ein paar Leutchen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt haben sie aufgehört zu schießen. Ah doch, jetzt hat's wieder. Wo sind denn meine Truppen gestorben? Ah, hier. Das sind ja nicht viele, oder? Und wo sind hier welche gestorben? Ah, da vorne. Tun wir die mehr hier hin. Und jetzt macht die immer weiter. Ja, mir ist es egal, so werdet ihr die Stadt nie erobern, wenn ihr nur so angreift. Ah, jetzt fängt es an. Unbedingt die Leiterträger angreifen. Die Leiterträger angreifen. Ihr auch. Rambock ist wichtiger. Der Feind hat Leitern an den Mauern. Schlag die Angreifer mit unserem Stahl zurück. Schlag die Angreifer mit unserem Stahl zurück! Aber die sind ja mega schwach, oder? Hoho, mehrere Pfeile haben die geschossen. Nur der allmächtige Gott oder ein militärisches Genie. Ja, da haben wir natürlich nicht so viel Chance. Aber wir haben hier noch die Reiter, also. Die verlieren so viel. Ah, genau, noch das Pech. Sehr schön. Ja, schon eingebrochen. Der Rambock des Feindes hat unsere Tore durchbrochen. Oh Gott. Das wird schwer. Vor allem die Reiter. Oh Gott, oh Gott. Ja, toll. Wir haben einen verloren. Der allmächtige Gott oder ein militärisches Genie
können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Ah, das ist ein gegnerischer General. Das haben keine Chance, die sind alles top ausgebildet. Wovon haben die, woher haben die die Einheiten? Ich denke, es ist wirklich so, dass die top ausgebildet sind. Und wir haben einfach zu wenig Truppen. Und noch der Prinz, Gott, oh Gott. Das können wir abbrechen. Wir machen die Schlacht zu Ende. Und dann brechen wir ab. Und wo kommen die her? Auch Leiten. Oh, die haben alles Leiten gebaut. Da haben wir keine Chance. Aber die haben wenig Chance gegen meine Reiter. Die sind einfach Elite. Die fliehen dort. Nicht raus. Die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig, mein Herr. Nur noch die Hälfte unserer Streitkräfte ist übrig. Wir schaffen das sogar noch. Wenn wir jetzt hier nach oben. Na, die Reiter können nicht nach oben. Wir werden jetzt hier die angreifen. Sklaven sind das. Das kann einem egal sein. Wir greifen zuerst die Reiter an. Und die hier könnten auch was angreifen. Doch eine Niederlage scheint fast sicher. Ach wo? Niemals. Jetzt wächst das ganz schnell, ja. Es wächst sehr schnell. Haben wir noch nur noch 3, schade. Das sind auch normale Sklaven. Dann werden wir mal die Speerträger und diese hier dazu benutzen. Und das sind Mangonell-Truppen. Greifen wir mal die Mangonell-Truppen an und mit denen die Bogenschützen. So. Wir könnten es noch schaffen. Ja, wir schaffen das. Der Allmächtige gepriesen. Sie hauen ab. Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Greift ihr 2 oder 3 halt hier noch an. Dann könnt ihr immerhin noch die fliehenden Truppen jagen. Das sind nämlich Stadtmilizen, die sind schon ein bisschen härter zum Besiegen. Ja, schaut, wie wir die fallen. Die fallen wie die Mücken. Yeah. Und jetzt hier noch. Sehr schön. Wir haben die Schlacht gewonnen. Heroistischer Sieg. Ja, der Prinz ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Ich weiß nicht, ich mag es nicht, wenn jemand stirbt, aber wir sind hier auf sehr schwer. Da kann doch auch mal ab und zu ein Mitglied sterben von der Familie. Da bin ich jetzt nicht sehr traurig oder so. Und das ist ja eine Art Challenge, wo ich mache. Das sollte ich eigentlich nie neu laden. Auch wenn Arthur,
Alexander stirbt, also nicht neu starten. Oh, die haben so viel Erfahrung bekommen. Die waren doch, die waren doch nur ein Bronzeabzeichen. Und jetzt sind sie schon Silber, bald Gold. Gott, oh Gott. So, jetzt sind alle weg. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Wir haben nur 207 Männer verloren. Oh, oh, plus 5, plus 7. Oh mein Gott. Aber nur ein klarer Sieg. Wieso nur ein klarer Sieg? Das ist doch ein heroistischer Sieg. Ah, wahrscheinlich wegen der Stadt. Wenn wir das freie Feld hätten, dann wäre es ein heroistischer Sieg. Sehr gut. Bereite Hinterhalt vor. Es geht abgehen. Ja, nehmen wir an. Und hier kommen die Franzosen. Was machen die Franzosen hier? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Jetzt ist fertig. Ja, jetzt mein ist Herr. Fertig. Ja, mein Herr. Wir können dort nicht hinsegeln. Ja. Setzen den Kurs, mein Herr. Lol. Die anderen sind auch weg, oder was? Starb einen edlen Tod in der Schlacht. Aha, zwei sind gestorben. Na, egal. Wir brauchen hier unbedingt noch etwas mit... Ja, Erfahrungsbonus wäre nicht schlecht. Und jetzt, jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an mit den Attentätern. Jetzt, wir werden so böse sein. Euer Befehl? Bin unterwegs. So, hier drüben. Edler Herr, sehr gut, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Bin unterwegs. Das ist klar, dass die Franzosen bald... Ist mir egal. Weg plottiert. So. Also haben wir halt zwei weniger, aber jetzt haben wir hier Prinz Volkoros. Der sollte schon etwas aushalten. Schauen wir mal den Stammbaum an. Ja, die zwei halt. Mist, der Georgios hat noch kein Kind gehabt. Dann wird halt hier kein Kind sein. Ja, ist halt schon schwer. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Stammbaum. Weil ich konnte das nicht vermeiden. Ich brauchte die Reiter. Das brauchte ich einfach. Sonst hätten wir ganz verloren. Hätten wir noch mehr Verluste gehabt. Was macht denn Frankreich? Die werden jetzt von Spanien angegriffen und haben alle Truppen hier. Oh mein Gott. Die KI ist schon dämlich manchmal. Ja, ich will da ein paar Sachen ausbilden, aber es geht nicht. Ja, Herr. Eure Majestät, Herr Vorwärts. Eure Befehle, edler Herr. Jetzt ist egal. Wir machen jetzt völligen Krieg mit Alexander. Und werden jetzt hier die besten Einheiten. So. Jetzt ist es fertig.
Jetzt holen wir Nicea mit dem Ding. Mit dem. Nein, das ist jetzt zu viel. Ich habe 2 Verluste von wichtigen Prinzen. Jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache. Bald wird es das Reich der Osmanen nicht mehr geben. So. Eben hier ausbilden. Hier ausbilden. Ja, hier geht's gerade nicht, aber ein Katapult. Sehr wichtig. Und hier ausbilden. Hier können wir nicht ausbilden. Okay, weiter geht's. Wir müssen aber irgendwas noch machen hier oben. Geht es nicht besser? Haben wir hier nicht einen Priester? Ich bin Gott. Welches ist der bessere? Mein Herr? Der da. Dann gehst du hier nach oben. Ja, Herr. Du musst hier oben sein. Und jetzt? Wir kommen euch kundig. Handelsrechte, okay, super. Eure Zustimmung zeigt, dass ihr so wohlweise erlebt wohl. Es war und jetzt ist es wieder besser, also. Es wird wieder blau und dann grün. So. Und die greifen uns an jetzt. Oh mein Gott. Was haben wir euch gemacht? Wir haben euch doch nichts gemacht. Und wieso ist jetzt einer hier? Ich habe extra keinen hier hingetan. Oh Mann. Jetzt ist fertig. Jetzt gibt es Krieg. Was sind denn das für süchtige Gegner, die wollen unbedingt mich belagern? Weil ich am meisten Ding habe, Länder oder was? Shit. Wolltet ihr wirklich mit mir reden? Mein Herr? Edler Herr, kann ich etwas... Kannst du Handelsrechte machen? Euer Plan scheint ausgewahrt, das alles? Dann das ist nicht möglich, mein Herr. Wir müssen die besänftigen, wie? Geben wir denen Geld oder so? Heutige Reise ist... Ich kann die ja nicht rausholen. Gottes Diener. Gib den Befehl. Mein Herr, sollen wir einigen das Leben schenken? Ich habe eine gute Idee. Ja, ich habe eine gute Idee. Bedauern, dass sie nicht geflohen sind. Tötet sie, Männer. Wir schaffen die Schlacht. Wir schaffen das. Mein Herr, die Lage in der Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Wir müssen handeln und das Blatt wenden. Wie kann ich die reintun? So. Aber schneller. Hallo, Bucky. Rennen, so. Das ist noch gut, dass wir hier seine Ding haben. Bis sie abhauen. Sie werden wahrscheinlich mit dem Onager eine Mauer einschlagen. Oder mit dem Rambock heißen die ja. Die haben einfach mal Deutschri, also Ding, die Ritterbrüder. Oh Gott. Aber die haben viele Pferde, die werden die Schlacht verlieren, hundertprozentig. Die müssen mit allen Pferden durch meine Sperrblockade, das geht nicht. Die haben nämlich nur einen einzigen Rambock. Also dann werden wir mal schauen, was jetzt passiert. Oh, ist das eine schöne Stadt.
Riesenberge herum. Das ist eine schöne Stadt. Wenn die ganz groß ist, muss ich das nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob man das noch kann. Eine Besichtigung machen, also ohne Schlacht. Aber ich muss das unbedingt nochmal noch schauen. Die machen überhaupt nichts. Die haben Angst. Die scheißen in die Hosen. Ach komm schon, mach doch irgendwas. Man könnte aber einen Trick machen. Dazu werde ich jetzt zum Beispiel... Wieso laufen die? Die laufen doch nicht. Ich werde zum Beispiel die als Lockvogel draußen hinstellen. Kommt. Hallo? Ich werde die jetzt angreifen. Ich glaube, die haben gar keine Einheiten, wo sie die benutzen können. Darum sind die einfach nur hier. Und jetzt? Ach komm schon. Greif doch an. Die sind viel festgewurzelt. Spielen, wir spielen ein bisschen. Schade, dass wir keine Fernkampfeinheiten haben. Die schützen sich nicht mal. Ja toll, jetzt gehen sie wieder zurück. Was ist denn das? Die machen nichts. So, jetzt seht ihr was. So, was geht nicht? Es geht nicht. So. Okay, Moment kurz. Okay, slash Auto Win Defender geht auch nicht. Slash slash Auto Win Defender. Es geht nicht, schade. Mal noch einmal nachschauen.